In den Winterferien wurde es im Mutschener Spielschiffmuseum praktisch. Und es ging ins Detail. Passend zur aktuellen Sonderausstellung über die zauberhafte Welt der Zinnschiffe konnten sich Kinder ihre eigene Zinnzauberwelt erschaffen. Marbot Gerstenhauer, leidenschaftlicher Zinnfigurensammler, nahm die Kinder in den Prozess der Zinnfigurenherstellung mit und führte sie an die traditionsreiche Handwerkskunst heran. Ich bin selber Großvater von 11 Enkeln. Und insofern liebe ich das, mit Kindern zu arbeiten und die Begeisterung zu sehen. Und wenn die Kinder hier stehen und sehen, wie sowas produziert wird, wie so ein altes Handwerk noch gelebt wird. Und die jungen Kinder, die haben da Interesse dran und freuen sich und nehmen dann was mit und beobachten das und bemalen dann selber manche mit mehr mäßigem Erfolg, aber sie haben Spaß dran, dann ist doch schon der Funke übergesprungen. Und wenn der Funke übergesprungen ist, sich mit so etwas zu befassen und eben kreativ tätig zu werden und schöpferisch tätig zu werden, ist es doch viel, viel besser, als wenn man alles nur fertig vorgesetzt bekommt und sagt, hier, jetzt brauchst du nur ein paar Knöpfe drücken und dann spielt das alles von alleine ab. Hier kann man wirklich selber gestalten und selber kreativ werden. Und das ist das Schöne und das begeistert mich, dass es noch so viele junge Leute gibt, die sowas zum ersten Mal sehen, aber wo ich sofort in den Augen erkenne, da ist was übergesprungen, da ist Freude dran, das macht einfach Spaß. Ungefähr 5000 verschiedenartige Zinnfiguren befinden sich in seiner Sammlung. Für das Spielschiffmuseum in Mutschen wurde eine spezielle Form geschaffen. Heute gießen wir schöne Zinnfiguren. Das ist eine eigene Form vom Museum herausgebracht, vom Spielzeugschiffsmuseum. Und die Form, die gießen wir heute tatsächlich das erste Mal. Also die ist in Schieferstein graviert als Vitrinenfigur. Also das ist eine besondere Größe. Normalerweise sind die Zinnfiguren, haben eine Standardgröße, damit sie unter den unterschiedlichen Herstellern praktisch ergänzbar sind, aber Vitrinenfiguren, die sind etwas größer und haben eben ein Alleinstellungsmerkmal. Ein kleiner Matrosenjunge ist es in diesem Jahr als Sonderedition. Im kommenden Jahr folgt dann das Matrosenmädchen. Diesen konnte hier dann bereits individuell Farbe verliehen werden. Wenn man das gegossen hat, dann kann man relativ schnell nach dem Guss tatsächlich den Gusskanal abknipsen und wieder einschmelzen. Und dann kann man die Figuren trennen und dann ist die Figur also sofort handwarm und kann bemalt werden. Und das ist ja dann der nächste Schritt, dass man der Figur individuell eine Farbe geben kann, sie individuell eben farblich gestalten kann, wie man es möchte. Hier in dem Falle ist das wie so ein kleiner Matrosenanzug. Da kann aber jeder nach seinem eigenen Empfinden eben wirklich kreativ sein. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und das ist das, was das Hobby eigentlich ausmacht. Da kann man also tatsächlich Weihnachtsmänner, Märchen, Rotkäppchen, Schneewittchen, Frau Holle, Märchenschlösser, alles kann man, auch Osterdekorationen, kann man alles, wenn es gegossen ist, frei gestalten. Man kann es als kleine Szenen zusammenstellen. Es ist eben ein wunderschönes Dekorationsmittel, aber eben auch sehr, sehr schön zum Gestalten, zum Kreativ sich ausleben und völlig individuell. Die Zinnfiguren gehen dabei weit über den typischen Zinnsoldaten hinaus. Sie passen sich dem aktuellen Zeitgeschmack an. Man kann wirklich alles mit Zinnfiguren machen, was man möchte. Die ganze Weihnachtsgeschichte. Man kann eben alles gestalten, was man sich vorstellen kann. Da sind keine Grenzen gesetzt. Auch Science Fiction gibt's absolut. Also es gibt Astronauten und es gibt auch Aliens und es gibt also auch Einhörner, was Mädels immer sehr, sehr gerne mögen. Oder Pferdchen. In der hiesigen Ausstellung stehen dann aber wieder die Schiffe und Wasserwelten im Vordergrund. Die flache Zinnfigur gilt als Alleinstellungsmerkmal für Deutschland. Die Flachfigur, das Relief, das gibt natürlich einen gewissen Rahmen vor, was die Figur ausdrücken soll.
Aber die farbliche Fassung, die ist wirklich völlig individuell. Das kann jeder machen, ob er nun das den Märchenfilm Aschenbrödel, drei Haselnüsse für Aschenbrödel dann in der Figur sich gestaltet oder was ganz anders darin sieht und das anders farblich fasst. Das ist eben das Schöne. Und ob ich dann die Figur als blanke Figur oder als bemalte Figur in eine Vitrine stelle oder ob ich sie mir anschaue und noch ein bisschen mit weiteren Figuren ergänze und mir ein kleines Schaubild, also ein sogenanntes Diorama damit ausstelle oder mir aufstellen will, das ist eben der rein schöpferischen Idee jedes Sammlers oder jedes, der sich damit befassen will, überlassen. Und das haben wir ja hier im Museum auch. Also hier unten ist ja eine kleine Zinnfiguren-Sonderausstellung, wo eben auch Dioramen sind. Da ist auch zum Beispiel ein ganzes Aquarium aus Zinnfiguren. Da sind Quallen und Fische und Krebse und alles mögliche Meeresgetiere ausgestellt. Also man kann eigentlich alles im Leben kann man mit Zinnfiguren nachgestalten. Die handwerkliche Abfolge ist damals wie heute gleich. Nur der Ofen ist elektrisch geworden, wo früher Feuer genutzt wurde, sagt Marbot Gerstenhauer mit einem Schmunzeln. Er brennt heute noch immer genauso für das Zinngießen wie vor 50 Jahren. Er freut sich neben der praktischen Arbeit hier auch am Interesse an der Sonderausstellung. Das ist ja auch schön, wenn sowas angenommen wird, weil man ja hier nicht mit dem Anspruch herkommt, eine Zinnfigurenausstellung zu sehen, sondern hier interessiert man sich für Spielzeugschiffe. Und da haben wir natürlich mit der Zinnfigurenausstellung auch wie so ein bisschen eine maritime Ausstellung gemacht, eben Aquarium und Schiffchen und auch praktisch schon eine Landung auf Rügen als großes Diorama, wie das mal so sein kann. Oder Robinson Crusoe, so einen kleinen Abenteuerroman, Robinson Crusoe mit dem Freitag. Im Hintergrund das versunkene Schiff, das gestrandete Schiff und Robinson Crusoe mit seinem Freitag auf der Insel. Das sind doch eben, jeder, der den Robinson Crusoe von Daniel Defoe kennt, kann das dann eben nachspielen. Und das ist dann hier so eine Buchillustration quasi dreidimensional verzinnt in eine Szene gesetzt. Und das ist doch eben schön, wenn man das kann, wenn man das selber so gestalten kann. Sich sein eigenes Buch praktisch illustrieren damit. Und da ist die Zinnflachfigur natürlich auch besonders geeignet, weil man da auf kleinem Raum viel gestalten kann. Hier ging es dann noch weiter fleißig mit dem Bemalen der Zinnfiguren weiter. Zu Ostern wird dann geschnitzt. Das Depot im Spielzeugmuseum zeigt schon einen kleinen Ausblick darauf. Vom Schuh geht's zum Schiff. Eine französische Tradition, die ihre Anfänge bei den Holzschuhmachern fand, die dann Schiffe daraus entwickelten. Im Depot, eine Etage über der Ausstellungsplattform, finden sich übrigens ganze 1400 Schiffe, die auch zum Entdecken wie bei Aktionen wie dieser dem Schauzinngießen einladen.